Ich war's wirklich. Und das glauben wir sofort. Udo Kier spielt einfach herrliche Bösewichte. Du Wurm. Wer so aussieht, dem steht die Welt offen. Udo verlässt die Kölner Heimat fürs Jet-Set-Leben und die Schauspielerei. Der Durchbruch in Andy Warhols Dracula. Hollywood ist fasziniert von diesem Fiesling. Hier darf in den größten Blockbustern richtig schön mies sein, wie in Blade. Verdammt, Frost! Ich rede mit Ihnen! Seit 16 Jahren lebt er in Los Angeles. Doch er reist regelmäßig in die Heimat zurück. Auch wegen der preisgekrönten Kinderserie 4 gegen Z. Als gemeiner Magier wieder mal irre gut. Udo Kier. Einer großen deutschen Boulevardzeitung heute gelesen, man vermutete, sie hätten vielleicht mit den Rolling Stones diese Nacht noch im Hotel an der Bar getrunken. Stimmt das? Nein, stimmt leider stimmt's nicht, aber ich hatte mit ihm und Bianca, mit Andy Warhol vor 34 Jahren, mehrmals haben wir uns getroffen. Ich dachte vielleicht heute, ich lasse eine Nachricht, aber dann nach 34 Jahren einfach eine Nachricht zu hinterlassen, sagen, hier ist Udo Kier, fand ich doch ein bisschen übertrieben. Ach, vielleicht hätte er sich gefreut, schade. Ja, vielleicht auch nicht, das wäre dann aber unangenehm gewesen. Ach, stimmt. Ja. Ich bin ganz froh, dass Sie Wasser trinken. Ich habe nämlich gelesen, wenn Sie viel getrunken haben, beißen Sie manchmal. Wir haben ja 2 Stunden Zeit. Bestell jetzt Wein, bitte. Und dann machen Nein, wir lieber das. Nicht, lieber nicht. Das stimmt nicht. Stimmt nicht, ne? Da habe ich mir schon gedacht. Ich wollte es nur noch mal vorsichtig machen. Es gibt natürlich Menschen, ein Vampirkuss ist da erotisch. Und es gibt halt Menschen, die in der Bar vielleicht dann ihren Hals mehr hinhalten. Das, und dann beiße ich vielleicht. Aber ich beiße nicht von alleine. Nee, aber ich mache das nicht. Ich halte nicht hin. Vielleicht nach der Sendung. Mal gucken. Aha. Sie sind ja noch gar nicht lange jetzt in Deutschland, ein paar Tage erst. Wir haben kurz da schon drüber gesprochen. Wie leben Sie da eigentlich in Hollywood? Ja, wie leben Sie? Ist das Luxus pur? Ist das ganz normal? Kommen da die Stars mal so auf den Drink vorbei? Wie hat man sich das Bruce vorgestellt? Bruce Willis macht mir den Garten und ich trinke, egal. Natürlich nicht. Ich habe ein Haus und bewusst lebe ich in Los Angeles und nicht in Hollywood, weil Hollywood hört sich immer an, dass man mit John Collins Tee trinkt und mit Arnold Schwarzenegger trainiert. So ist es nicht. Ich wohne auf dem Berg in Echo Park und sehe irgendwo an einem klaren Tag das Hollywood-Schild in Schriftzug. Und dann denke ich, ach, deswegen bin ich eigentlich hier. Und habe ein Haus in Palm Springs, habe mir einen Traum erfüllt, weil ich Architekten sehr liebe. Habe ich mir eine ehemalige Bücherei gekauft, die ich jetzt umbaue für meine Sammlung für Möbel und moderne Kunst. Und das ist auch mein Therapiecenter. Ich streiche dann die Wände mal weiß, mal sind sie orange, das ändert sich, dann ist es ein Hermes Orange oder ein Tiffany Blau und dann wird es wieder geändert. Und ich lebe ganz normal. Ich bin ein Star im Eisenwarenhandel oder wo ich Farbe kaufe, hängt mein Foto, weil ich irgendein Blatt gefunden habe oder irgendwas aus der Zeitung, gehe dann und sage, this color I would like to have. Und dann sagen die, ja, Gottes Willen, da müssen sie 3 verschiedene anmischen, keine stimmt, ich bin mit keiner zufrieden, weil das Blatt doch ein anderes Braun hatte. Und ja, da kennt man mich und ja, rede ich auch. Aber dieses, man denkt immer mit Hollywood in Amerika, das ist so, das ist ganz normal. Hat so eine Aura. Es hat die Aura durch die Presse, weil man ja auch nur Swimmingpool und Klatsch und Tratsch und sowas liest. Wenn man normal leben will, kann man normal leben. Mhm. Und ich habe nicht viele Freunde. Der Amerikaner ist ja ein Mensch, der sagt, how are you, I'm fine. Und von daher habe ich vielleicht 4 oder 5 Freunde in den 15 Jahren, also echte Freunde. Mhm. Wenn die meinen Finger brauchen würden, würde ich den abschneiden lassen und dann weitergeben. Mhm. Und haben Sie manchmal Sehnsucht nach Deutschland? Wie viele Tage im Jahr verbringen Sie denn hier und wie viel in Staaten? Also in den letzten Jahren, ich habe diese Kinderserie 4 gegen Z, die nächste Woche die letzte Staffel startet. Aber das war der Grund, warum ich 3 Jahre lang dreimal im Jahr in Hamburg war, im Frühjahr, im Sommer und im Herbst. Es war sehr schön. Ich hatte immer das gleiche Zimmer, das habe ich heute auch, heute Nacht. Und dass man nicht gegen die Wand läuft, wenn man so oft im Hotel wohnt, in verschiedenen Städten und denkt, das Bad ist da, bumm, knallt man irgendwo gegen.
Und es war sehr schön. Also ich liebe Deutschland, also ist nicht so. Ich bin auch nie aus Deutschland weggegangen. Man muss immer vorsichtig sein, was man sagt. Er ging aus Deutschland weg und dann 10 Jahren steht dann, er kam reumütig zurück. Ja. Das fand ich, also ich fand das auch bei Til Schweiger unfair, was man da gemacht hat. Ein bisschen hämisch, ne? Das nee, ich finde das, auf der einen Seite will Deutschland, das wissen Sie, Sie waren ein Star und sind ein Star, was in Deutschland, man sagt immer, in Deutschland gibt es ja keine Stars. Es wird aber auch nichts gemacht, um das zu tun. Das ist, wenn man in Amerika arbeitet und einen Wohnwagen hat, der 10,50 Meter ist und in Deutschland in einen Campingwagen einsteigt, dann gibt es auch keine Stars. Weil das gehört ja dazu. In Amerika wird zum Beispiel der Schauspieler, je länger der Wohnwagen ist, eingeschätzt. Das ist ganz komisch. Und wie lang ist Ihrer? Der ist immer nicht so lange wie Bruce Willis, aber dann doch die zweite Hauptrolle, so lang ist er. Und dann geht man auch hin und guckt genau nach, wie lang der ist und dann von der Kollegin, wie lang der ist. Und dann ist das, das gehört dazu. Das gehört einfach dazu. Und also ich bin gerne da, wenn man älter wird. Ist